Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Video über Videotechnik. Heute möchten wir uns genauer anschauen, wie das Videosignal zusammengesetzt wird und hier ganz konkret halt eben, wie die Anteile Rot, Blau und Grün gewichtet sind. Dabei schauen wir uns an, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, und zwar bei der Betrachtung des Kamerakopfs und wie das RGB-Signal aus den Sensoren Rot, Grün und Blau entstanden ist. Jetzt ist es hier sehr offensichtlich, dass man halt eben sagt, ein Drittel Rot plus ein Drittel Grün plus ein Drittel Blau ergibt ein weißes Videobild. Dem ist aber nicht so. Hier sind die Verhältnisse sehr unterschiedlich aufgeteilt, indem wir 30% Rot, 59% Grün und 11% Blauanteil in einem weißen Videosignal haben. Wenn wir uns das jetzt nun mal einmal anschauen, in Verbindung mit einem Farbtestbalken und dann noch ein Diagramm darüber legen, wie die Spannungen verteilt sind, dann sehen wir hier direkt, dass das schwarze Bild dementsprechend bei 0% ist. Hier ist weder Rot, Grün noch Blau enthalten. Dann kommt das blaue Element mit dementsprechend 11% und daneben das rote Element mit 30%. Nun sieht man auch ganz deutlich, dass Magenta sich aus Rot und Blau zusammensetzt, neben dem grünen Signal, und dass Cyan sich dementsprechend aus Grün und Blau zusammensetzt, neben Gelb aus Grün und Rot und letztendlich dann halt eben Weiß, welches sich aus allen drei Farben zusammensetzt. Was haben wir heute gelernt? Heute haben wir gelernt, dass das RGB-Signal sich aus unterschiedlichen Gewichtungen zusammensetzt. Das heißt, 100% Weiß setzen sich aus 30% Rot, 59% Grün und 11% Blau zusammen. Beim nächsten Mal betrachten wir uns dann das nächste Signal, das Komponentensignal, und wie sich dieses aus dem RGB-Signal ableiten lässt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei geblieben seid und zugeschaut habt. Hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen.